Artikelnummer SCP-3001, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Um weitere unbeabsichtigte Öffnungen nach SCP-3001 vorzubeugen, werden alle realitätsbändigenden Technologien der Foundation mit mehreren neu entwickelten Schutzvorkehrungen aufgerüstet bzw. modifiziert, um die Entstehung von C-Klasse defekter Eingangwurmlöcher zu verhindern. Während das Wissen über SCP-3001 für Mitarbeiter aller Freigabestufen zugänglich ist, wenn Sie sich darüber informieren wollen, ist die Erforschung und das Experimentieren mit SCP-3001 und der dazugehörigen Technologie auf Mitarbeiter der Stufe 3 und darüber beschränkt. Mit der Bereitstellung von Sonderfreigaben durch die Standorte 120, 121, 124 und 133. Beschreibung: Bei SCP-3001 handelt es sich um eine hypothetische paradoxe Parallel- bzw. Taschenundimension, welche durch die kurzzeitige Erschaffung eines C-Klasse defekter Eingangwurmlochs zugänglich gemacht werden kann. Dabei handelt es sich um einen zuvor theoretisierten Wurmlochtyp, der Materie nicht an den erwarteten Zielort transportiert bzw. einen Raumzeitfehler aufweist, welcher dafür sorgt, dass zufällig Materie auf halber Strecke ausgestoßen wird. Obwohl man davon ausgeht, dass es sich um ein unendlich großes Paralleluniversum handelt, ist SCP-3001 fast völlig frei von jeglicher Materie und weist einen extrem niedrigen Hume-Wert von 0,032 auf, welcher den Cayles Gesetzmäßigkeiten der Realität widerspricht, die die Beziehungen zwischen Humes und der Raumzeit beschreiben. Weitere Informationen zu Humes und Realitätsphysik finden Sie in den Dokumenten JEK-WT01 und JEK-EB02. Diese Eigenschaft führt dazu, dass Materie, welche sich innerhalb von SCP-3001 befindet, über einen langen Zeitraum langsam zerfällt und dass Schäden bzw. Wunden, welche normalerweise fatal enden würden, weder biologisches noch elektronisches Funktionieren behindern. Simulationen legen nahe, dass ein Organismus mehr als 70% seines Körpergewebes verlieren und trotzdem normal funktionieren kann, solange mindestens 40% des Gehirns erhalten bleiben. Ein längerer Aufenthalt in SCP-3001 führt dazu, dass sich das Hume-Feld der Materie dem der Undimension angleicht, was aufgrund des Zerfalls des Hume-Felds zu schweren strukturellen und gewebetechnischen Schäden führt. SCP-3001 wurde ursprünglich am 2. Januar 2000 in Standort 120 entdeckt, einer Anlage, welche mit dem Testen und Verwahren von realitätsverändernder Technologie betraut ist. Bei den Chefforschern von Standort 120 handelte es sich um Dr. Robert Scranton und seine Frau Dr. Anna Lang, welche zusammen den experimentellen Lang-Scranton-Stabilisator, LSS, entwickelten. Beim LSS handelt es sich um die Grundlage des gegenwärtig laufenden Realitätsankerprojekts. Dr. Scranton wurde in SCP-3001 transportiert, nachdem durch unerwartete seismische Aktivitäten mehrere aktive LSS in Standort 120s Realitätslabor A beschädigt wurden. Ursprünglich tot geglaubt, hat Dr. Scranton für mindestens 5 Jahre, 11 Monate und 21 Tage in SCP-3001 überlebt. Während dieser Zeit konnte er seine Erfahrungen und Beobachtungen innerhalb von SCP-3001 durch ein noch funktionierendes LSS-Bedienfeld festhalten, welches ebenfalls durch das C-Klasse defekte Eingangwurmloch nach SCP-3001 transportiert wurde. Diese Aufzeichnungen wurden später gefunden, nachdem das Bedienfeld als unerwarteter Nebeneffekt eines Versuchs von verbesserter realitätsbändigender Technologie plötzlich zurückkehrte. Diese Aufzeichnungen stellen die Grundlage für die Erforschung von SCP-3001 dar. Trotz der Entwicklung neuer Technologien ist es bisher nicht gelungen, Dr. Scranton zu finden und wieder in unsere Welt zu transportieren. Sein aktueller körperlicher und geistiger Zustand, sofern er noch am Leben ist, ist unbekannt. Weitere Informationen bezüglich einer möglicherweise erfolgreichen Suche nach Dr. Scranton befindet sich derzeit zur Überprüfung bei der Ethikkommission. Dr. Scrantons Aufzeichnungen folgen: Zugriff auf Datei Scranton SCP-3001 Aufzeichnungen, Abschnitt 1. In den ersten 8 Tagen ist von Dr. Scranton kein erkennbarer, kohärenter Dialog zu hören. Er durchläuft Perioden von Panik, Verwirrung und Wut und es scheint, als ob er versucht hat, sich innerhalb von SCP-3001 zurecht und damit einen Ausweg zu finden. Am 11. Tag rückte er schließlich nah genug an das Bedienfeld heran, bemerkte aber für mehrere Stunden nicht, dass es noch in Betrieb war. Name: Robert Scranton. Alter: 39 Jahre. Geburtstag:
19. September 1961. Lieblingsfarbe Blau. Lieblingslied Living on a Prayer. Frau Anna. Anna. Name Robert Scranton. Alter 39 Jahre. Geburtstag 19. September 1961. Lieblingsfarbe Blau. Lieblingslied Living on a Prayer. Ehefrau Anna. Sie hat grüne Augen. Ich liebe sie sehr. Name Robert Scranton. Alter 39 Jahre. Geburtstag 19. September 1961. Lieblingsfarbe Blau. Größe 1,78 Meter. Gewicht 85 Kilogramm. Ehefrau Anna. Anna. Es tut mir leid. Name Robert Scranton. Alter 39 Jahre. Geburtstag 19. September 1961. Lieblingsfarbe Blau. Der Name meiner Frau ist Anna. Wir haben am 12. August 1991 geheiratet. Ich hoffe, sie ist gut herausgekommen. Bitte lass es ihr gut gehen. Bitte lass es ihr gut gehen. Robert Scranton, 39 Jahre. Anna, Blau, Frau. Bitte, bitte, Gott, bitte. Anna Bobana, Anna Bobana. Was? Was zum Teufel? Das Ding nimmt tatsächlich auf? Mein Name ist Robert Scranton. Mein Name ist Robert Scranton. Ehemaliger Forscher der Foundation, Standort 120. Es war. Ich weiß nicht, eigentlich kann ich mich nicht erinnern. Ich schätze, es ist 10 Tage her, aber. Ich kann nicht. Gott, kann mich jemand hören? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und bitte. Bitte. Bitte, ist da irgendjemand da? Hallo? Hallo, irgendjemand? Irgendwer? Niemand kann mich hören. Warum zum Teufel funktioniert das überhaupt? Kann nicht funktionieren, es sollte nicht funktionieren, was zum Teufel? Ich muss sehen, wie lange kann ich hier noch drauf sprechen? Ich denke, es müsste ein Limit geben oder irgendwas auf dem Teil. Scheiße, ich kann nichts sehen. Ich kann nur das rote Licht sehen, das an- und ausblinkt. Ich kann keinen Schalter daneben sehen. Ich bin wirklich hungrig. Und durstig. Ich denke, ich sollte jetzt eigentlich an Dehydration sterben. Aber ich weiß nicht. Ach. Hallo, kleines rotes Licht. Kannst du mit mir reden? Kannst du mit Anna reden? Für mich? Hallo? Ich habe die Steuerung gefunden. 2 Wochen, 3 Tage, 7 Stunden und 58 Minuten. 2 Wochen, 3 Tage, 7 Stunden und 58 Minuten. 2 Wochen, 3 Tage, 7 Stunden und 58 Minuten.
58 Minuten. Gott. Fehler bei der Wiedergabe. Fehler bei der Wiedergabe. Fehler bei der Wiedergabe. Wo auch immer ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr essen muss, um am Leben zu bleiben. Es schmerzt sehr sogar, aber zu diesem Zeitpunkt glaube ich nicht, dass ich sterben werde. Also werde ich mir Zeit lassen, schätze ich. Vielleicht geschieht ja ein Wunder und ich komme hier raus. Träum weiter, Robert. Ja. Ja. Ich bin müde. Ich werde schlafen. 3 Wochen, 4 Tage, 19 Stunden. Ich habe ein Bild von Anna in meiner Tasche. Das hätte ich fast vergessen. Kleines rotes Licht. Lass mich ihr Gesicht sehen, bitte. Nur ein bisschen. Ich will sie nur ein bisschen sehen. Ne? Hi, Anna. Ich bin immer noch hier. Ich komme zurück. Okay? 2 Monate, 4 Tage, 3 Stunden. Hi. Robert hier. Ja? Ja, ich habe in den letzten Wochen nicht wirklich viel aufgenommen. Tut mir leid, ich muss mich zusammenreißen. Atme. Ich war beschäftigt. Ich versuche, mehr über den Ort hier zu erfahren, an dem ich mich befinde. Mein Gefängnis. Mein eigenes Königreich. König Robert. Gott, ich stinke. Gibt es überhaupt Luft in diesem gottverdammten Ort? Stinke König Robert. König von verdammt nichts. Scheiße. Sorry. Entschuldigung. Ich muss das professionell machen. Ich komme wieder, wenn ich ausgeruht bin. Okay. Los geht's. Mein Name ist Robert Scranton. Ich bin ein ehemaliger Chefforscher von Standort 120, einer Einrichtung der Foundation, die sich mit der Untersuchung verschiedener realitätsverändernder SCPs beschäftigt, um fortschrittliche Gegenmaßnahmen gegen solche Bedrohungen zu entwickeln. Die letzten... Rotes Licht, sprich mit mir. 2 Monate, 8 Tage, 16 Stunden. Was das rote Licht gesagt hat, bin ich gefangen in einer, wie ich glaube, leeren Taschendimension. Allein. Ja, allein. Ganz allein. Ich nenne diesen Ort SCP. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, an welcher Nummer wir gerade sind. Ach, scheiß drauf. Ich weiß nicht, was in den vergangenen... Rotes Licht nochmal. 2 Monate, 8 Tage, 16 Stunden. Passiert ist. Aber niemand sonst ist hier, um mit mir zu streiten. Und an diesem Punkt spreche ich nur in dieses Kontrollpanel, um mich zusammenzuhalten. Ich muss Aufzeichnungen machen, ja. Es könnte in der Zukunft einen armen Bastard geben, der so endet wie ich. Und wenn das jemals wirklich herauskommt,
Vielleicht kann ich ja helfen, das zu verhindern. Das ist alles, was ich im Moment tun kann und ich brauche wirklich etwas, was ich tun kann. Also ja, Robert Scranton dokumentiert ein neues SCP für zukünftige Forschungszwecke. Das muss reichen. Los geht's. Zugriff auf Datei. Scranton SCP-3001 Aufzeichnungen. Abschnitt 2. 2 Monate, 11 Tage, 10 Stunden. Artikelnummer SCP... Na, ist mir scheißegal. Objektklasse. Euklid. Schätze ich aber... keine Ahnung. Ich könnte es wohl mit der Zeit aktualisieren. Ich muss noch mehr nachforschen. Sonderverwahrungsverfahren. Gott, höre ich mich im Moment wie ein Psychiater. Ich weiß nicht, ob wir das, wo immer ich hier bin, verwahren könnten. Es ist definitiv nicht auf der Erde. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo hier ist. Ich denke, es hat etwas mit dem Stabilisator-Prototyp zu tun. Ich werde das später noch einmal erklären. Okay. Ja, wo auch immer ich bin, ich glaube nicht, dass so viel enthalten sein kann, wie erschaffen wurde. Nein. Das ist nicht das Wort, das ich suche. Eingetreten. Ja, eingetreten ist besser. Ich kam hierher wegen irgendeines wirklich schlimmen Unfalls, der die Realität gestört hat und... Nein, Robert, sei doch nicht so, du weißt nicht, ob es keinen Ausgang gibt. Oh, living on a prayer. 2 Monate, 11 Tage, 18 Stunden. Also... Nein, warte. Beschreibung. Robert, halte dich an das Format. Dieser Ort, es ist eine Art Realitätssenke, denke ich. Es ist dunkel, wirklich dunkel. So dunkel, dass dieses kleine rote Licht, das mir zeigt, dass meine Worte auch tatsächlich aufgezeichnet werden, die einzige Lichtquelle an diesem Ort ist. Ich kann meine Hände nicht sehen und ich kann auch kaum das Bedienfeld hier sehen. Ich musste das Licht im Grunde genommen als Zentrum benutzen und mich daran erinnern, wie viele Schritte ich mache und in welche Richtung. Ich bin noch nicht über 100 hinausgekommen. Ich bin zu... Ich habe zu viel Angst davor. Ich frage mich, ob mein Haar weiß wird. Jetzt gerade. Ich kann nicht einmal mehr sehen, welche Farbe es hat. Apropos, mein Kopf hat in letzter Zeit etwas gejuckt. Wenn ich mich nicht darauf konzentriere, ist es in Ordnung, aber ich fühle dieses Kribbeln in meinem ganzen Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, warum. 2 Monate, 15 Tage, 4 Stunden. Okay. Oh! Ich muss mich für eine Minute entspannen. Jesus. Gott. Heilige Scheiße. Ich habe gerade eine neue Eigenschaft dieses Orts entdeckt. Und zwar, die ganze Zeit über habe ich gedacht, dass ich vielleicht auf irgendeine Art von flachem Boden laufe, wenn man so will. Ich hielt Blickkontakt zu Rotier und ging, soweit ich ihn sehen konnte, und erschien, dass ich auf einer geraden, flachen Ebene gehen würde. Gott, mein Kopf brummt gerade. Ich glaube, das ist immer noch das Adrenalin. Aber wenn meine Hypothese stimmt, und das ist wirklich eine Art Realitätslehre, dann sollte es nichts geben, worauf man gehen kann. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, die ganze Zeit, die ich hier drin war, hat es sich angefühlt, als würde ich
gehen, aber es ist eher so, dass ich durch etwas hindurch schwimme. Und dieses Etwas ist dick und eng anliegend und hat diesen Druck. Ich weiß, dass das nicht das richtige Wort dafür ist, aber ach Gott, verdammt, dieser Ort ergibt keinen verdammten Sinn und ich tue mein Bestes, um es zu verstehen. Okay. Gott. Entschuldigung. Also, die beste Analogie, die ich finden kann, ist, dass es ist, als würde ich mich durch ein wirklich zähflüssiges, schwarzes Gel bewegen. Es gibt genug Spannung, um mich auf einer Art Oberfläche zu halten, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mich selbst stark genug nach unten drücke, kann ich absteigen. Warte kurz. Ich denke, ich muss auch noch besser. Ich muss das noch mehr ausprobieren. Ich komme wieder. 2 Monate, 17 Tage, 2 Stunden. Okay, die Bewegung hier drin wird weitgehend beeinflusst durch die bewussten Impulse, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Also, das ist definitiv keine komplette Realitätssenke, zumindest nach meinen und Annas Theorien. Wenn es so wäre, hätte ich mich überhaupt nicht bewegen können, da der Raum nicht existiert hätte. Heilige Scheiße, okay! Das ergibt jetzt schon viel mehr Sinn als vorher. Großartig! Großartiger Job, Robert! Du kriegst das noch raus. Wenn ich dran denke, wenn ich früher erkennen müssen, weil ich mich auf der Strecke von zu gut hinbewegt habe. Aber es erklärt auch, warum ich noch nicht an Dehydrierung oder Hunger gestorben bin. Die Zeit vergeht hier kaum. Okay, ja, also ich stand direkt neben dem kleinen Rot und ging geradeaus runter. Okay, und von nun an stellt euch den kleinen Rot hier als Ursprung eines dreidimensionalen Raums vor. Ich bin geradewegs runter, richtig. Und ja, und dann konnte ich wieder hoch zum kleinen Rot zurückkommen. Ich konnte auch über Rot schweben und Bewegungen hier drin sind langsam, wie gesagt. Die Gel-Analogie kann es am besten beschreiben. 2 Monate, 22 Tage, 3 Stunden. Ich melde mich zurück für ein weiteres Update, Rot, Sir. Komm schon, Rot. Ich versuche nur, die Stimmung aufzuheilen. Wortwitz nicht beabsichtigt. Ach komm schon, Rot. Lächel mal, es ist lustig. Na gut, was auch immer. Dieser Ort scheint immer noch so, als ob er kaum den Chaos-Gesetzen der Realität folgt. Und mit kaum meine ich wirklich nur sehr, sehr knapp. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Berechnungen richtig sind, aber Moment, ich werde es nochmal überprüfen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie immer noch okay sind. Okay, dieser Ort, wenn wir die Standard-Hume-Skala verwenden, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in einer Realität bin, in der das Hume-Feld etwa 0,04 beträgt. Ja, wirklich, 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 wirklich verfickt niedrig. So. Und wie ich bereits sagte, die Raumzeit existiert hier nur auf einem winzigen Maßstab. Deswegen fährt mein Körper auch nicht zur Hölle, trotz Unterernährung. Aber das bedeutet auch, ich bin mir eigentlich nicht sicher, was das noch bedeutet. Eine Anmerkung zum letzten Eintrag. Ich bin mir nicht sicher, wie meine Biologie auf so eine niedrige Jungkonzentration reagieren wird. Ich arbeite meist mit überdurchschnittlich hohen Jungfeldern und
die von uns getesteten Realitätsbändiger hatten nie ein Feld unter 0,8. Das hier wird das erste Mal sein. Ein absolutes Novum. Ich erinnere mich noch an Standort 133 Sprommelkiller. Es wurde so genannt, weil es die vorherige Theorie über die untere Grenze für Jungkonzentration unterboten hat. Wirklich teure, wirklich seltsame Maschine, die eine kleine Fläche auf 0,4 reduziert hat. 0,04 ist dagegen. Tja. Ich hab gelogen. Ich hab gelogen. Ich habe im letzten Eintrag gelogen. Ich lüge mich selbst an. Mein eigener Körper und Rot auch ein bisschen. Wir sind die echtesten Dinge an diesem Ort. Und das bedeutet im Laufe der Zeit, dass das Jungfeld versuchen wird, sich auszugleichen. Und ich werde jetzt gehen. Ich habe noch mal etwas zu berechnen. Rot, Anna, merkt euch, dass ich Kates zweites, drittes und viertes Gesetz benutzt habe. Verstanden? Benutzt 0,05 für die Umgebung und mein externes Feld als irgendwas zwischen 1 und 1,4. Nutzt die Fehlerabschätzung des zweiten Gesetzes zur Korrektur und mein Inneres als... Scheiße. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin real. Ich bin super real. Super duper real. Ultra real. Der realste Typ in einer Welt ohne Realismus. Du hast keinen Sinn für Humor wie üblich, Roter. Ich spreche vom LSS, Rot. Als wir hergeschickt wurden, denke ich, dass unsere Realität etwas verstärkt wurde. Rot, hast du im Unterricht nicht aufgepasst? Hey, werd nicht frech, Rot. Okay. Der Punkt ist, der LSS hat uns auf 2 Monate, 18 Tage, 7 Stunden. Ach nein, Rot, nicht mal annähernd. Du musst Kates gleich in das dritte Gesetz falsch umgesetzt haben. Wegen des fehlerhaften LSS, der uns rausgerissen hat, sind wir irgendwo zwischen 2,2 und 3,6. Ja, das ist gut, Rot, das ist sehr gut. Denn das bedeutet, dass wir mehr Zeit haben, als wir dachten. Bevor wir verdammt nochmal sterben, okay? 2 Monate, 24 Tage, 5 Stunden. Etwa 3 Jahre. 4, wenn ich nicht zu sehr interagiere. Wenn ich ein LSS hier hätte, könnte ich es vielleicht auf 8 Jahre ausdehnen. Vielleicht, das wäre das beste Szenario. Aber ich muss, 3 Jahre. 3 Jahre, dann ist es über den Punkt ohne Wiederkehr. Ich sollte mir bis dahin definitiv etwas einfallen lassen. Ich denke, für eine Weile sollte es mir noch gut gehen. Zumindest... Nein, so lange werde ich auch gar nicht hier drin bleiben. Ich werde definitiv einen Weg hier rausfinden. Anna... Was soll mit einem Fall wie diesem anfangen? Ich brauche deine Hilfe, Schatz. Dieses Kribbeln, das ich empfinde, das ist, glaube ich, mein Jungfeld, das diffundiert. Meine Realität verblasst. 3 Jahre. Ich muss mich innerhalb von 3 Jahren stabilisieren. Ich habe nachgedacht. Anna und ich, wir hatten diese Theorie. Obwohl das Jungfeld niedrig ist, ist es immer noch ein Jungfeld. Und gerade weil es so niedrig ist, sollte die Diffusion von Jung eine ganze Weile dauern. Nun, wenn ich die Felder wiederverwerten könnte, wenn sich die Diffusion nicht so dünn ausbreiten würde, könnte ich auch, das ist nur eine Theorie, aber
Aber es ist ein Versuch wert. Aber das bedeutet... Hey, Rot, ich muss mal kurz weg. Ich will etwas ausprobieren und du kannst nicht mit mir mitkommen. Es tut mir leid. Nein. Rot, es tut mir wirklich leid. Wirklich, wirklich leid. Nichts wäre mir lieber, als dass du mitkommst. Wirklich, aber wenn wir zusammen sind, wird die Diffusion schneller dazu nehmen und wir beide brauchen so viel Zeit wie möglich. Ich muss mal über diesen Ort herausfinden und du musst sicherstellen, dass du alle diese Infos in deinem Kopf behältst. Es ist... Rot, komm schon. Du wirst okay sein, Rot. Ich weiß, dass du das wirst. Du bist hart im Nehmen. Viel härter als ich. Es wird doch nur für eine Weile sein, Rot. Aber ich muss sehen, ob ich einen Weg finden kann, uns noch etwas länger am Leben zu halten. Vielleicht kriegen sie uns sogar hier raus. Wenn ich genug Feld bewahren kann, kann ich... Ich kann uns sogar vielleicht rausholen. Nein, ich bin mir nicht sicher, aber ich muss es herausfinden, Rot. Wir reden hier darüber, dass wir möglicherweise entkommen können, okay? Ja, es ist ein Loch. Aber ein Loch sollte auch ein Ende haben. Wie die Wände einer Schlucht, verstanden? Ich muss nur eine Wand finden und dann kann ich... Tut mir leid, Rot. Ich hoffe, wir sind noch Freunde, wenn ich zurückkomme. Ich gehe jetzt. Wir sehen uns bald wieder. Zugriff auf Datei. Scranton SCP-3001 Aufzeichnungen, Abschnitt 3. 6 Monate, 10 Tage, 5 Stunden. Hallo, Rota. Das ist eine Weile her, was? Weißt du... Ich denke... Ich habe nachgedacht. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt war. Dieser Ort ist... Gott, dieser Ort ist verdammt nochmal eine Hölle. Es gibt kein Ende. Es geht einfach weiter und weiter und weiter. Ich bin für 2 Monate in eine Richtung gereist. Ich bin so verdammt dumm. Warum dachte ich, ich könnte rauskommen? Ich denke mir dieser alten europäischen Scheißkerle, die dachten, dass das Ende der Welt auf unserem Horizont sei. Verdammt dumm! Einfach nur... Wenn ich mich lang genug fallen lasse, würde ich schließlich einen Boden erreichen? 10 Monate, 28 Tage, 15 Stunden. Es gibt keinen Boden. Und fick dich, Rot. Tut mir leid, Rot. Geh nicht, tut mir leid, dass ich dich ausgeschaltet habe. Komm zurück, bitte. Ich bin heute 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Robert. Ich wurde adoptiert, wusstest du das? Ja. Meine Eltern haben mich in einer Kiste am Straßenrand zurückgelassen. Wurde von einem amerikanischen Paar aufgegriffen, was meinen nicht so chinesischen Namen erklärt. Ich kenne nicht mal meinen ursprünglichen Nachnamen. Mir war nur nach Teilen. Ich teile. Was mit dir, Bruder? Anna und ich haben uns 1988 am Standort kennengelernt. Gott, sie war wunderschön. Das ist sie immer noch. Es waren unsere Augen. Sie hat wunderschöne Augen. Meine Augen dagegen sind grau und langweilig. Aber ihre? Gott, die sind so schön. Glaubst du, sie macht sich immer noch Sorgen um mich, Rot? Sucht sie nach mir? Weißt du, Rot, du bist ein guter Zuhörer. Aber ich höre dich nie über dich reden. Komm schon, sei nicht schüchtern, da ist doch sonst niemand da, oder?
tut mir leid, Robert, aber das kann ich nicht tun. Warte bis zum Schießen. Und? Warst du verheiratet? Kinder? Familie? Freundin? Freund? Komm schon, Rot, ich werde doch nicht urteilen. Red einfach mit mir. Bitte. Gott, mein Kopf tut weh. Und meine Füße fühlen sich an, als wären sie schon seit Ewigkeiten eingeschlafen. Ich habe als Kind in einem Comicladen gearbeitet. So viel billiger damals. Und ich bekam am Ende jeder Woche kostenloses Zeug. Ich mochte Spider-Man am liebsten. Ich war in einer Kiste auf der anderen Straßenseite. Rot! Rot, hast du mein Bild gesehen? Das Bild, Rot! Annas Bild! Wo ist... Komm schon! Anna! Nein, alles andere! Bitte! Sie verblasst! Bitte! Es ist zu früh. Meine Rechnung ist nicht falsch. Du müsstest in Ordnung sein, Anna. Anna, ich kann dich nicht halten. Komm zurück, Süße. Schatz, Anna, bitte. Ich brauche dich. Bitte geh nicht. Ich bin hier. Ich bin doch noch da. Rot, hol Hilfe. Schwarze Haare, grüne Augen, 1,60 Meter. Schwarze Haare, grüne Augen, 1,60 Meter. Dr. Scranton wiederholt das 3 Stunden lang. Anna und ich haben 91 geheiratet. Wir konnten wegen der Arbeit nicht wirklich den schönsten Anzug und das schönste Kleid bekommen, welche wir eigentlich haben wollten, aber verdammt nochmal, wir sahen beide gut aus. Anna sah natürlich wesentlich besser aus. Wir tanzten die ganze Nacht, hatten die ganze Woche frei. Sogar ein Job wie meiner lässt dich deine Flitterwochen genießen. Komm schon, sei mal locker, High Five, komm schon, Rot, lass mich nicht hängen. 1 Jahr, 2 Monate, 27 Tage. Die nächsten Aufnahmen beinhalten nur die automatisierten Zeitangaben des Bedienfelds mit Intervallen von 1 bis 3 Tagen, mit mehreren monatelangen Lücken dazwischen und einer Mischung aus Dr. Scrantons Schluchzen, Schreien und Murmeln. Diese Aufnahmen dauern bis zur Zeitmarke von 2 Jahren, 7 Monaten und 28 Tagen an. Danach werden für 2 Monate keine weiteren Geräusche aufgenommen. Zugriff auf Datei Scranton SCP-3001 Aufzeichnungen Abschnitt 4. Dr. Scrantons Stimme ist jetzt merklich verzerrt. Es existiert die Hypothese, dass diese eine Kombination von Scrantons und der Stimme des Bedienfelds darstellt und damit endlich Anzeichen eines Zusammenbruchs der Realität erkennen lässt. Kalt. Ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Ich denke, ich fange an, diesen Punkt zu erreichen, über den ich... Niedriges Jungfeld. Diffusion. Gleichgewicht. Haufen dummen Müll. Ich weiß nicht mehr, was hier drin real ist. Verdammt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich real bin oder irgendwas in der Nähe. Wenn es wirklich zu Ende geht, ich will noch nicht sterben. Ich
will noch nicht sterben. Oh Gott, ich will noch nicht sterben. Ich ging 6 Monate lang in einer geraden, diagonalen Linie nach oben. Ich ging runter in... Nein. Ich ging einfach wieder runter. Für 8. Es gibt immer noch keinen Boden. Rot, es gibt immer noch keinen Boden. Was hast du so gemacht, Rot? Hast du mir die ganze Zeit zugehört? Du bist wirklich ein dickköpfiger kleiner Kerl, Rot. Lucy. Nicht wahr, Rot? Tut mir leid. Ich muss eingeschlafen sein. Was wolltest du denn? Oh? Sorry. Ich versuche mich zu erinnern. Lucy. So wollten wir unser Kind nennen, wenn wir eins hätten. Lucy Scranton. Lucy Lang. Anna und ich dachten beide, es würde einen schönen Klang haben. Ne? Nein, Rot. Ich erinnere mich nicht, dass wir einen Namen für einen Jungen ausgesucht haben. Good morning. We've talked all. Mann, ich bin wirklich schlecht im Stepptanzen. Ich kann meine Füße überhaupt nicht spüren. Ja, okay, dann versuchst du es, Rot. Cales Gesetz besagt, dass Jungfelder diffus sind. Cales Gesetz besagt, dass meine Eier irgendwann abfallen werden, wenn das so weitergeht. Anna, Bobana. Sie hasste dieses Lied und ich liebte es, sie damit zu ärgern. Es war tatsächlich ein Witz zwischen uns beiden. Wusstest du das? Wir haben es geschafft, dass uns diese Wörter angetönt haben. Ach komm schon, Roter, benimm dich deinem Alter entsprechend, sei nicht so unreif. Gut, ich schätze, du hast vielleicht doch Sinn für Humor. Wir müssen uns mit so viel Wissenschaft anlegen, wie wir hier rauskommen. Dieser Ort bricht alle Regeln, genauso wie meine Hand gerade bricht. Spinnenweben. Meine linke Hand. Spinnenweben. Es gab einmal eine realitätsverändernde Spinne in Standort 120. Ich sollte sie zerstören. Rot, würdest du sie für mich zerquetschen, wenn wir hier rauskommen? Durchschnittlich 10, 15 Kilometer pro Tag plus ein paar Pausen, 30, 32, 10, nein, 11, nein, 10, glaube ich, mindestens 300 übrig und, scheiße. Mensch, das ging schneller runter, scheiß drauf. Ich sage etwa 600 Kilometer runter. Das hat verdammt lang gedauert. Ganz unten, bodenlos, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Halt die Klappe, Robert. Du bist nicht witzig. Hume Field. Zusammenbruch mit einer Geschwindigkeit von... Scheiße, was ist die Konstante der modifizierten Pommelbeziehung? 10 hoch 4? Nein, 5. 5, glaube ich. Ein Jahr, vielleicht noch ein paar Monate. Rot, wie klingt David? David, weißt du, du hast noch... Ja, das, genau. Es tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Meine Hände, meine Hände gehen durcheinander durch. Rot. Hilfe. Bitte meine Hände. Ich kann meine Hände nicht fühlen. Sie gehen durcheinander durch, wie es wären sie Eiswasser. Rot. Ich kann nicht. Oh Gott. Hä? Rot, was weißt du?
Du weißt, dass dieser dumme Zaubertrick, den dir dein Onkel zeigen würde, wo er seinen Daumen abzieht, aber in Wirklichkeit war es nur ein anderer Finger, der darunter gesteckt war? Das habe ich gerade getan. Mit meinem echten Daumen. Es hat nicht mal wehgetan, er ist einfach abgegangen. Ich glaube... Gott, mir wird schlecht. Okay. Ich glaube, er schwebt gerade und ich kann ihn nicht mehr mal aufwerben. Meine Hand geht einfach durch. Oh Gott. Mein linker Finger fühlt sich an wie eine Zwiebel. Ja, genau, Schichten. Netter Versuch, Hölle. Der Ring ist auf der rechten Hand. Netter Versuch, links. Ich kann mich selbst durchdringen. Ich kann mich in mir fühlen. Es fühlt sich warm an, aber auch kalt. Wenn ich schlafe, gehen meine Hände in meinen Kopf. Ich schlafe jetzt auf meinem Rücken. Statisch. Ich bin wie Rauschen auf einem Fernseher. Nun, ich brauche nur eine Niere, richtig? Richtig rot? Rot ist schon was anderes. David? Seid ihr da? Ich will euch sehen. Lucy? David? Das ist nicht fair. Kommt schon, hey, hört auf rumzuhalten. Ich habe nur Spaß gemacht, aber als ich das gesagt habe, ich habe nur Spaß gemacht, kommt schon. Das ist abgefuckt, es war doch nur ein Witz. Ich bin ein Mann. Sei ein Mann, Robert. Du bist ein Mann. Was zur Hölle? Anna? 4 Jahre, 6 Monate, 18 Tage. Ich mache es nicht mehr selbst. Ich kann spüren, wie es von alleine passiert. Endlich kann ich kann es immer noch nicht sagen. Ich habe immer noch Angst. Ja. Ich werde jetzt definitiv nicht mehr essen. Bin allerdings immer noch sehr hungrig. Das ist verdammt ekelhaft, Robert. Und weißt du, nein, siehst du, Rot denkt das auch. Nein. Dieses kleine Schweinchen ist auf den Markt gegangen. Dieses kleine Schweinchen ging irgendwohin. Dieser kleine Fuß? Fuß? Rot? 5 Jahre, 13 Tage. Fünf Jahre, 15 Tage. Hör auf, du tust mir weh. 5 Jahre, 19 Tage. Ich fühle mich jetzt besser, Rot. Tut mir leid. Wie machst du das, Rot? Zusammenhalten. Spuck's aus. Ich brauche hier Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. Rot, komm schon, tu das nicht. Geh nicht. Ich weiß, es ist schwer, ich weiß, es ist dunkel, aber es ist dunkel, wir sind noch zusammen. Komm schon, Rot. Nein, du kannst nicht, Rot. Komm schon, komm bei mir. Rot, komm schon. Ich
kann dich immer noch anfassen. Ich kann dich immer noch berühren. Wenn du mich ansiehst... Nein. Du stirbst nicht. Nein, Rot. Nein. In den nächsten 9 Monaten wurde kein Geräusch aufgezeichnet. Zugriff auf Datei Scranton SCP-3001 Aufzeichnungen, Abschnitt 5. 5 Jahre, 9 Monate, 2 Tage. Rot? 5 Jahre, 9 Monate, 3 Tage. 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 Die automatische Nachricht wiederholt sich noch 97 Mal. Du kleiner Scheißer! Ich dachte, du hättest mich verlassen. Tut mir leid, das zu sagen, Rot, aber... Es ist nicht mehr viel übrig. Es war schwer. Ich habe 184... Ich habe 184 Mal versucht, mich umzubringen. Es hat nicht funktioniert. Keiner von den Versuchen hat funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wie viel von mir übrig ist. Mindestens einen Fuß, den ich kann mich noch bewegen. Wahrscheinlich auch noch ein paar Beinmuskeln, aber ich bin wackelig. Innereien sind scheiße. Immer noch ein Herz, vielleicht eine Lunge. Dieser Ort lässt mich wirklich nicht aufhören. Müde. Ich bin gestorben, Rot. Komm schon, schau mich nicht so an. Ich will dein Mitleid nicht und ich will keinen Schock, keine Wut, keine Angst, oder? Ich kann nicht. Wenn 224... Ich habe mich verzählt. 1, 2, 3, 4... Dr. Scranton zählt von 1 bis 220 bzw. 245 mehrmals für die nächsten 13 Stunden. Ich bin gestorben. Ich bin oft gestorben. Ich habe versucht, mich zu erwürgen. Ich habe versucht, mir das Genick zu brechen, mich zu beißen und... Und dieser Ort, es ist nicht echt. Ich sah mich selbst auf dem Boden und ich konnte nirgendwo hingehen. Ich konnte nicht gehen, es gibt keine Möglichkeit zu gehen. Ich schwebte einfach wieder nach unten und jedes Mal, verdammt nochmal, gab es immer weniger von mir. Gott, wie viel mehr kann ich noch wegnehmen im Leben? Also... Warum bist du jetzt zurück? Was wirst du mir sagen? 5 Jahre, 9 Monate, 12 Tage. Die Sorte wird immer kleiner, Rot. Hast du das irgendwie gemacht? Es gibt hier sicher ein Ende. Es ist von... Gott weiß, wie lange es dauert. Es ist wie ein Schleier weiter draußen. Und als ich ihn berührte, tat es höllisch weh. Rot, was ist los? Es ist nicht dunkel. Diese Grenze, was auch immer, wird heller und ich meine, es ist immer noch verdammt dunkel, aber... Oh Gott. Ich kann jetzt tatsächlich etwas sehen. Oh Gott, was zum Teufel ist das? Oh Gott, ich wusste nicht, dass es mir so schlecht geht. Oh Gott, so viel weg. 5 Jahre, 10 Monate, 10 Tage. Rot, du bist solide. Wie? Nein, du bist wirklich verdammt solide. Du bist echt. Und ich bin auch echt. Nur wenn ich dich berühre. Aber Rot, es tut wirklich weh, wenn ich es tue. Ich denke, wenn ich dich berühre, könnte ich auseinanderfallen. Du tust wirklich verdammt weh. Rot, Jesus Christus. Was zum Teufel ist los?
Etwa 3 Kilometer im Umkreis und näher kommt. Ist das jetzt sowas wie Kells viertes Gesetz? Aber was zum Teufel? Hey, ich bin hier drin. Anhalten. Versuch, woraus auf meinen Zusammenbruch. 2 Kilometer. Oh Gott. Was wird passieren, wenn sie sich schließt? Rot, das tut weh. Nicht zusammenbrechend. Wellen. Das sind Wellen. Was? Robert, du bist ein verdammtes Genie. Nicht Wände. Fenster. Fenster öffnen. 5 Jahre, 10 Monate, 28 Tage. Anna, kannst du mich hören? Diese Welt, dieser Ort. Okay, stell dir vor, 2 Realitäten als 2 zusammengeklebte Zettel. Dieser Ort ist der Raum dazwischen. Es sollte nur 2 Realitäten geben, parallel. Aber dieser Ort ist ein winziges, aber unendliches Drittel. Drittel. Dazwischen wie das, was passieren würde, wenn man in ein Loch fällt, das eine Brücke von Punkt A nach Punkt B überquert. Erinnerst du dich an Wurmlöcher der Klasse C? Diese Theorien über ein Wurmloch, das voller gottverdammter Löcher war? Ich glaube, hier führt eines dieser Löcher hin. Es führt nicht zu einem anderen Universum, es führt zu nichts. Eine Sackgasse. Dieser Ort ist eine Sackgasse. C-Klasse, defekter Eingang. Diese Wellen, wo auch immer sie herkommen, sie kommen aus einer parallelen Realität, die mit diesem Ort interagiert und diesen Zwischenort ein wenig verdrängt. Und sie alle drängen auf mich und Rot, denn da wir noch eine gewisse Ebene der Realität haben, drängen sie oder saugen uns auf sie zu, indem sie allmählich ein neues Wurmloch in Richtung nach Hause schaffen. Was passiert mit mir, wenn ich zurückkehre, wenn sie das Fenster schließt? Ach, denk nach, verdammt, Robert, denk nach. Du musst nachdenken, denk gründlich nach, denk stärker. Rot, ich muss mich von dir wegbewegen. Du, ich weiß nicht, du bist krank oder so. Du bist jetzt wirklich durcheinander. Ruf mich an, wenn es dir besser geht. Ich kann nicht denken. Richtig. Blut. Es gibt viel zu viel. Tropf. Und alles wird gut. Gut. Geschmeckt. Nicht einmal, als ich mich nach meinem. Du bist ein Mann, Robert. Oh Gott, nicht schon wieder. Ich kann nicht so viel kotzen. Gott, sag mir. Ich will nicht. Ich hab nicht mehr einen Magen und. Die Blutung hört nicht auf. Besser. Jetzt. Nachdenken. Geradeaus. Rot, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, irgendwohin zurückzukehren. 5 Jahre, 11 Monate, 3 Tage. Nein, Rot, ich bin nicht egoistisch. Das warst nicht du, das waren diese verdammten Wellen. Ich kann nicht in ihrer Nähe sein. Rot, sieh mich an. Schau. Ich kann nicht in ihrer Nähe sein. Sie werden mich töten. Ich habe die 3 Jahre schon vor einer ganzen Weile überschritten. Erinnerst du dich? Denn selbst nach all der Zeit will ich nicht sterben, Rot. Ich habe immer noch Angst. Rot, ich habe Angst, okay? Du würdest das nicht verstehen. Du bist nicht menschlich, Rot. Tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe, Rot. Komm schon. So habe ich das noch nicht gemeint, Rot. Sieh mich an. Du bist mein Freund, verstehst du das? Das bist du, mein bester Freund. Aber
seien wir ehrlich, du hast eine viel bessere Chance, hier rauszukommen. Lass mich einfach in Ruhe, bitte, Ruth. Nur für eine Weile. Es tut mir leid, okay? Es tut mir wirklich. Kannst du die Wellen kommen hören, Ruth? Das kleine Summen und Schütteln, wenn es in den Ohren trifft? Ich kann es. Es wird jedes Mal lauter. Es tut so weh. Es tut so weh. Nein, 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 warum? Noch fünf Jahre. Wenn das so weitergeht, werde ich noch für weitere gottverdammte, verfickte 5 Jahre stabil sein. Rot. Was soll ich tun? In den nächsten 5 Tagen beginnt das Bedienfeld ein niederfrequentes Brummen zu empfangen, das in Impulsen auftritt. Die Lautstärke nimmt stetig zu und so hört man Dr. Scranton im Hintergrund schreien, weinen und unzusammenhängend reden. Rot? 5 Jahre, 11 Monate, 9 Tage. Hilfe. Rot. Rot. Gib mir deinen Bein, ich brauche Unterstützung. Rot, gib mir deinen Hebel. Arm, Hand. Rot, ich muss besser sehen, gib mir dein Licht. Keine Ausreden. Nein. Ich möchte dich. Verstanden. Das andere ist. Hier schöne Augen. Hanna, gib mir deine Augen. Ich hab nur eins. Anna, sag, hast du ein C übrig? Das ist so wackelig. Anna, ich hab nicht dein Gehör. Ich hab nur die Hälfte. Ich kann nicht deine Hand halten, ich habe meinen Ring verloren. Es ist okay, Süße. Es ist okay, ich werde einander noch sehen. Vielleicht ist immer noch genug von mir übrig. 5 Jahre, 5 weitere Jahre. Das aussieht auch etwas auszudenken. Nicht rot. Bitte, bitte, ich weiß, dass du gehen wirst. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Am 23. Dezember 2005 erschien das LSS-Bedienfeld spontan wieder in der Testanlage des Realitätslabors A, Standort 120. Frau Doktor, die ersten Hume-Feldwerte des Ankers sind stabil. Die Ausgangswerte liegen bei 2,3 mit einer Schwankung von 0,001%. Gut, Skinner, hoffen wir, dass das hält. Warten Sie mal. Was zum Teufel? Was ist denn los? Etwas ist innerhalb der Testzone aufgetaucht. Was? Ein großes Objekt hat sich innerhalb des Ankerfelds materialisiert. Was soll ich tun? Den Strom abschalten? Das Team rufen? Skinner, was zur Hölle meinen Sie? Oh mein Gott, wo zum Teufel kommt das Ding her? Ich weiß nicht, es ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Es sieht so aus, als wäre es bedeckt mit... Was zum Teufel? Oh Gott! Es riecht furchtbar! Ich kann es von hier aus riechen. Es riecht nach Tod. Es ist wie Erbrochenes und Blut und... Frau Doktor? Oh mein Gott! Dr. Lang! Nicht abbrechen, Skinner. Ich wiederhole, nicht abbrechen. Halten Sie das Feld aufrecht und nicht abbrechen. Dr. Lang, was ist los?
Reduzieren Sie das Hubenfeld auf 1,7. Ich gehe rein. Deaktivieren Sie das Feld nicht, sonst riskieren wir, das Objekt zu destabilisieren. Ja, Frau Doktor. Hier spricht Dr. Matthew Skinner. Ich bitte oh um... Gott, was zur Hölle? Was ist das alles? Das ist der... Oh Gott. Robert? Robert, bist du das? Oh Gott. Bitte nicht. Bitte, das bist nicht du. Das bist nicht du, Robert. Ich dachte... Wie kann das sein? Dr. Lang, was machen Sie da? Sie dürfen das nicht anfassen. Dies ist das Langs Grand Stabilisator-Interface. Willkommen zurück, Dr. Lang. Was würden Sie gerne tun? Zugriff auf das Audiologbuch. Wiedergabe ab dem 2. Januar 2000. Oh Gott, was zur Hölle ist mit diesem Ding passiert? Es ist, als ob jemand darauf explodiert wäre. Es ist wie... Das ist... Oh Gott, das ist das... Ist das... Oh Gott. Bitte nicht. Sei nicht. Es ist grau. Es ist rein grau. Oh Gott. Wo ist das andere? Zugriff auf Audiodateien. Bitte nennen Sie Ihr Passwort, um fortzufahren, Dr. Lang. Passwort ist Anna Bobana. Oh mein Gott. Er ist überall. Was zur Hölle? Zugriff bestätigt. Bearbeitung. Es tut mir leid, es gibt keine Audioprotokolle für den 2. Januar 2000. Dr. Scranton hat am 13. Januar 2000 per Spracherkennung auf das Logbuch zugegriffen. Jetzt abspielen! Verdammt nochmal abspielen! Oh Gott! Robert! Sie sollten das nicht mit bloßen Händen anfassen, es könnte gefährlich sein. Sie sollten auf das Reinigungsteam warten, bis... Es ist so viel Blut hier. Frau Doktor? Schatz, geht es dir gut? Wo bist du hingegangen? Oh Gott. Dr. Lang, bitte. Oh Gott, da ist so viel Blut. Bitte gehen Sie weg von der... Oh Mann. Was? Seine Hand. Oh Scheiße. Dr. Lang, treten Sie zurück. Bitte kommen Sie zurück. Wir holen Sie erstmal hier raus. Alles wird gut. Dr. Lang, bitte kommen Sie mit mir. Wir holen Hilfe, okay? Dr. Lang? Dr. Lang, können Sie mich hören? Dr. Lang? Dr. Lang? Hier spricht Dr. Matthew Skinner, Standort 120, Realitätslabor A. Ich brauche hier sofort medizinische Hilfe.